volles Haus konnte am Samstag beim Tag der offenen Tür in der christlichen Schule Joanneum in Hoyerswerda verbucht werden. Traditionell wurden die Gäste nach sorbischer Tradition mit Brot und Salz begrüßt und die Sternsänger der katholischen Gemeinde Heilige Familie eröffneten den Schautag. Zahlreiche Eltern mit ihren Kindern nutzten die Gelegenheit, sich über die gymnasiale, aber auch Oberschulausbildung der Einrichtung zu informieren. Besonders gut besucht waren die Naturwissenschaften, wo bei vielen Experimenten natürlich auch Selbsthand angelegt werden konnte. Die Sprachen überzeugten zudem durch kleine kulinarische Leckereien der Länder und nicht nur für den Nachwuchs gab es allerhand zu entdecken, aber auch zu lernen. Lange Schlangen bildeten sich vor dem Sekretariat der Schule. Hier wurden Termine zum Anmeldegespräch vergeben. Das Joanneum feiert in diesem Jahr übrigens sein 25-jähriges Bestehen.